Dieser Renntag wird Ihnen präsentiert von trotto.de. Endlich ging es wieder auf die Trabrennbahn nach Mariendorf. Zuschauerinnen und Zuschauer durften sich auf 12 spannende Rennen freuen. Ein Highlight des Tages gab es natürlich auch, das Edbill Toddington-Rennen mit insgesamt 8 Startern. Doch bevor es dann soweit war, gab es noch den mit 10.000 Euro dotierten Stutenlauf des Edbill Toddington-Renns. Mit 2 Favoriten ging es dann ins Rennen, unter ihnen Jackie Bros in den Händen von Jaap van Rijn. Auch Dion Tesseler mit Gaia de Pervenche war klar favorisiert. In der Mitte kommt jetzt ein Gaia de Pervenche rein. Aber Marilyn Monroe Bulls von Gaia de Pervenche für die Schlussattacke, die wird sehr schnell. Und Kampf bis zur Linie. Nur nicht entziehen. Gaia de Pervenche geht vorbei. Haarscharf, aber mit einer guten Taktik konnte sich der favorisierte Dion Tesseler auf Platz 1 vorkämpfen mit Gaia, der kleinen Schwester des frisch gebackenen Derby-Dritten Fabio de Pervenche. Beide übrigens aus der Zucht und im Besitz von Jan-Willem Reugebring. Vom Start auf gut weg. Dritte Schwede in der Kante hat das Fünfer gerade gesprungen. Und ja, da hat Michael die Spitze. Und, ich habe seine Rücken im Prinzip eine optimale Lage bekommen. Und der Wechsel hat vielleicht von mir ein bisschen zu langsam gefahren, aber ja, und glücklich konnte ich raus und dann wohne ich da einfach. Im zweiten Rennen ging es spannend weiter. Zum zweiten Lauf der Silberserie machten sich 8 4- bis 6-jährige Pferde bereit. Unter ihnen auch Favorit Josef Franzl mit Baxter Hill und Michael Nimczek mit Stradivari. In diesem Rennen kam dann ein Pferd ganz klar und deutlich als erstes durch die Zielgerade. Versucht mal einmal ranzukommen, aber Baxter Hill ist sehr, sehr überzeugend heute. Fehler von Hector Boko, Baxter Hill gewinnt, dahinter Stradivari, dritter geht hier, ein Riesenkletter. Für Baxter Hill war heute das Rennen optimal, er bekam eine gute Startnummer, die mag ich für ihn, auch wenn man manchmal sagt, 7-8 ist nicht optimal, aber für ihn das ist gut, er mag mit Schwung losgehen, das konnte ich machen. Schon zeitnah stand auch das Highlight des Tages auf dem Programm, das Edbill Toddington-Rennen mit einer Dotierung, höre und staune, von 20.000 Euro. Michael Nimczek mit Gladiateur und Jürgen Sjuneson mit Orkan von High Tabu waren hier im Visier. Orkan von High Tabu habe ich ja selber letzte Woche gefahren und deswegen kenne ich ihn ein bisschen und der Start war sehr gut. Aber ich denke schon, dass wir mit Gladiateur auch eine Chance haben, muss ich ehrlich sagen. It's always hard to tell about the tactic, but I think that he can leave from the gate quite well and we try with that as the first choice and then we see what happens. Mein Pferd kann auch gut beginnen, das werde ich erstmal ausnutzen und dann wird man sehen, wie sich das Feld sortiert. Dahinter dann Jackpot aus hier außen kommt John LePage und Floyd ist noch nichts entschieden. Gladiateur ist vorn, Gein in der Mitte. Jackpot aus hier, Gladiateur gewinnt das Edbill mit dem Goldhelm vor John LePage, Orkan von High Tabu. Der Goldhelm Michael Nimczek konnte hier mit Gladiateur seine durchaus vorab geplante Taktik gut umsetzen. Ich bin sofort nach vorne gefahren und habe das Rennen von vorne diktiert. Und der Hauptgegner in meinen Augen kam dann die letzten 1000 Meter außen neben mich. Und Anfang Einlauf konnte ich dann wieder einen Gang hochschalten und am Ende leicht gewinnen. Ein weiterer spannender Renntag ging also zu Ende. Doch in knapp 8 Wochen dürfen wir uns schon auf die diesjährige Derby-Woche freuen. Seid auf jeden Fall dabei. Wir werden es sein. Dieser Renntag wurde Ihnen präsentiert von trotto.de.